unser Wein her? Ich habe noch gar nicht erzählt, warum wir hier sind. Wir holen einen Tisch ab. Ich habe schon auseinandergeschraubt. Perfekt. Gib mir eine Gefahrenzulage jetzt. Solides Holz. Ist ein bisschen runtergekommen, hat hier ein paar fette Schrammen drin, aber ich glaube, wenn wir drüber spachteln und ein bisschen drüber feilen, kriegen wir das wieder gut hin. Aber Größe sieht gut aus fürs Wohnzimmer, oder ist es zu klein? Nee, ich glaube, das ist perfekt, ne? Gut gefunden. My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. Wow, einen manuellen Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher. Zum Glück sind wir so gut organisiert. Nur leider haben wir noch keine Labels dran. Alter, hier. Hier sind auch so Astlöcher noch mit drin. Aber das wird die Unterseite, oder? Wir gucken uns mal die Seiten an, welche schöner ist. Guck mal hier. Na, die ist schon die schönere trotzdem immer noch, oder? So, schleifen wir hier unten oder tragen wir es raus auf den Balkon? Balkon. Ja? Ich denke schon, oder? Jetzt haben wir unseren Keller endlich aufgeräumt. Jetzt trauen wir uns nicht mehr hier zu arbeiten. Also wir haben hier... Wie nennt man das? Wood Filler. Hier so Holzausbesserungszeugsmasse. Steffen meint, ich soll den ganzen Tisch damit einspielen. Ja. Aber man muss ja auch nicht perfekt sein. Und da wird ja nochmal geschliffen. Es geht ja nur um die Furchen, um die fetten Kerben. Ich finde Schleife immer super meditativ für 10 Minuten und dann muss man aber noch eine Stunde weiter schleifen. Wo gehen wir hin, Maus? IKEA! IKEA, genau. Das Problem ist, meine Tischplatte ist 1,20 und 5 cm dick. Ich habe das Gefühl, die hier ist ein bisschen zu groß. Und die hier ist ein bisschen zu klein. Muss ich jetzt echt nochmal gucken von den Dimensionen. Ich meine, es gibt doch die perfekten runden Kugelfüße, oder? Dachte ich. Jetzt ist eh die Frage. Ich hatte gedacht, dass man die aufeinander klebt. Ja, aber ist die Auflagefläche nicht super klein? Das ist super, ja. Aber sie nur mit Tape zusammenzuhalten? Also ich glaube, das reicht. Ja? Ja. Ich kriege sie nicht mal richtig aufeinander gestellt. Vielleicht habe ich mir das zu leicht vorgestellt hier. Die Grundidee von diesem Tisch, ich hatte so ähnliche schon online gesehen. Und dann waren wir jetzt, als wir oben für den Flur des Spiegel gekauft haben, haben wir genau so einen Tisch gesehen. Für, ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat. Weißt du es noch? Absurd. Okay. Ich hätte es jetzt längs, mehrfach längs, erstmal auf der einen Seite und auf der anderen. Erstmal jetzt hier, oder? Ich glaube, wir machen aber zuerst das Spachteln dieser Dinger, damit wir in einem Rutsch lackieren können. Das muss ja noch trocknen. Ob das klappt? Guck mal, das geht schon ab hier voll. Bin ich gespannt, ob das hält oder ob das irgendwann zusammenkommt.
exakt. Ich mach mal einfach so hier so ein bisschen drauf, oder? Wir brauchen mehr. Ja, irgendwann muss ich die Scheißarbeiten machen. Verstehe nicht, was du meinst. Auch alleine hingekriegt. Also, ja, bei der einen habe ich dir geholfen. Bei der einen hast du mir geholfen und die andere habe ich ganz alleine hingekriegt. Wie so ein Kind. Habe ich ganz alleine geschafft. Mama. Voll Schatz. Na. Geht doch. Wir machen das ganz gewissenhaft diesmal. Mit Saubermachen und Grundierung und Versiegelung. Opa. Weil wir haben Erfahrung. Erfahrung gesammelt über die Jahre. Unser bester Regal oben, das haben wir nämlich jetzt erstmal weggenommen, weil das so viel abgesplittert ist mit dem Lack. Also macht's wirklich gründlich und richtig beim Lackieren, weil ansonsten man ärgert sich einfach so krass, weil man so viel Arbeit reinsteckt und am Ende rennt einmal einer dagegen. Ja. Und zack, ist eine Schramme drin. Bei starker Verschmutzung Reiniger unverdünnt auftragen, bei geringer Verschmutzung Reiniger mit Waschwasser zugeben. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch. Vielleicht sollten wir es doch gleich auf Steine, auf irgendwas drunter stellen, damit wir die Seite noch anholen können, oder? Das war jetzt so. Ja! Der edle Ritter. I will be your shield in the fiercest battle, I'll defend you from all these arrows and the sword I will. Will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Ich hätte gedacht, dass das schon besser ist. Aber gut. Lustiger Sport. Sieht gut aus, oder? Mhm. Das wird richtig cool, glaube ich. Wir haben übrigens neulich mal in unsere Statistiken geguckt. 80% der Leute, die unser Video gucken, haben unseren Kanal nicht abonniert. Also wenn ihr gerade dieses Video guckt und unseren Kanal nicht abonniert habt, würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist auch gerade momentan ganz praktisch, wo wir nicht jede Woche perfekt veröffentlichen, weil ihr werdet automatisch informiert, beziehungsweise unser Video poppt halt auf jeden Fall auf. Und für uns ist es natürlich auch immer eine ganz coole Wertschätzung unserer Arbeit und eine tolle Nummer, ein tolles Aushängeschild. Also wir würden uns sehr freuen, wenn euch die Videos gefallen, wenn ihr auch unseren Kanal abonniert. Wenn das mal keine schönen Kugeln sind, da weiß ich auch nicht. Das hätte auch was, wenn man es so lässt, ne? Ja. So vom Stil. Aber ich glaube, wir schleifen jetzt mal ein bisschen die Nasen ab und dann machen wir es noch an. Das ist auf jeden Fall schöner als der Styroporkopf, den du mal gibst. Also ich muss sagen, dieses Gips, das ist immer gar nicht so einfach, wie es im ersten Moment aussieht, weil das halt so zäh ist dann doch, aber ich glaube, das Endergebnis, wenn man das noch ein bisschen schleift, wird richtig gut. Also ich meine, sieht jetzt schon irgendwie cool aus. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen eine Misere, wenn ich hier schleife und da lackiere, ist vielleicht nicht so ideal. Vielleicht lackieren wir erst und dann nehmen wir die mit nach oben und schleifen oben weiter. Da hat auch noch keiner was Sinnvolles erfunden, ne? Wie man aus diesen Dosen rauskippt.
Ohne es überall hinzusauen. Oh, schön. Danke. Die Kinder wollten vorhin damit spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut das jetzt funktioniert, wie gut die Farbe darauf haftet. Aber eigentlich ist es ja wie eine Wand, oder? Mhm. Nur, dass wir es lackieren. Der Tag aller Tage gekommen, den wir unseren Tisch zusammenbauen. Sieht cool aus, oder? Ist richtig cool geworden mit dem drüber lackierten. Machen wir oben oder machen wir hier? Kleben wir es hier dran? Nee, mach lieber eins. Ich sehe uns schon da vorne in den Aufzug und dann geht es so eine Kugel ab. So dong, an die Tür gedatzt und. Besser ist es. Lasso. Müssen wir das jetzt anzeichnen? Ich habe auch gerade überlegt, wie würde man das richtig ausmessen? Das haben wir natürlich gelernt im Mathematikunterricht. Aber ich glaube, wir machen das so. Ich würde mir erst einen großen Zirkel bauen. Ja, da könnte man natürlich machen, wenn man es exakt haben möchte. Aber ich glaube, so geht es auch, oder? Ja. Oder meinst du, das fällt auf danach? Nee. Ein bisschen weiter raus, dass man eine Kugel sieht, oder? Ja. So. Du würdest es noch weiter raus. Also ich habe es jetzt mal gesehen mit so ganz Kugeln ganz draußen. Da fand ich es auch irgendwie komisch von der Dimension. Oh oh. Ist zu weit drin? Nein. Und jetzt können wir die anderen so ein bisschen drauf abstimmen. Steffen besteht drauf, dass wir was drauflegen. Ich muss die andrücken. Schaden kann es nicht, oder? 6 Inches. Wir sollten mal anfangen, auf diesem Kanal in Inches zu kommunizieren, um ein bisschen Verwirrung zu stiften. Also 6 Inches sind 15 Zentimeter ungefähr. Das ist bestimmt eine professionelle Herangehensweise. So, wie lange muss das Zeug jetzt trocknen? Circa 24 Stunden. Ja. Dann warten wir mal. Während wir hier warten, könnt ihr mal unseren Kanal abonnieren. Und wir müssen wohl tatsächlich warten. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video und wir sehen uns in 24 Stunden. Beziehungsweise ihr seht das Endergebnis jetzt gleich. Macht's gut. Ciao, ciao.